meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Raft. So, ich bin immer noch an dieser Insel. Ich werde noch mal reinspringen. Mal gucken, ob Brucey Boy heute mal da ist. Irgendwie hat er in den letzten Folgen Scheibe gespielt. Aber irgendwie will der nichts mehr von mir wissen. Kann das mal sein? Ich habe jetzt auch keine Mod oder so installiert, was Bruce zum Beispiel verschwinden lässt oder so. Ich finde das äußerst seltsam. Bruce? Hallo, ich vermisse dich. Oh Mann, okay. Gut, egal. Ich gehe jetzt erstmal nochmal auf die Insel. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich jetzt hier alles schon gemacht habe, was nicht. Ich glaube, ich habe Pumba getötet, ne? Und ich habe auch den Vogel tot gemacht. Was wollte ich jetzt eigentlich noch hier? Ich denke mal, ich wollte noch ein bisschen nach Schätzen suchen, oder? Und vielleicht noch ein paar Bäume fällen, tauchen vielleicht noch, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und vielleicht die Ziege da oben noch mal holen, weil ich brauche noch eine schwarze Ziege. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich habe mir die letzten Folgen jetzt auch nicht nochmal angeguckt, deswegen kann ich euch das jetzt echt nicht sagen, was ich hier drauf wollte. Egal. Wir nehmen das mit, was geht. Ups, da ist die Axt hin. Ich weiß gar nicht, wie... Ja, ich habe noch genug Platz, alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich noch habe. Du kannst auch mal treffen, Fanny. Ja, meine Titanic ist bald fertig. Bald, ja. So im Groben und Ganzen. Jetzt fehlt nur noch der Hintern, sozusagen. Und die Einrichtung natürlich, ne? Aber wenn ich das nicht mal mit euch zusammen machen sollte, dann sei mir verziehen. Es sei denn, die Mehrheit sagt, mach es so lange, das Spiel, bis du komplett die Titanic eingerichtet hast. Oh Gott, dann sehe ich alt aus. Dann sehe ich alt aus, meine Lieben. Dann sehe ich echt alt aus. So. Na, wartet mal. Ich gehe mal hier hoch. Aber hier scheinen keine Schätze zu sein. Entweder war ich hier schon oder aber... Hier ist einfach grundsätzlich kein Schatz. Gut. Jetzt machen wir einen auf Cliffhanger. Uah. Ein absolut schöner Film. Der Anfang bringt mich heute noch zum Weinen. Ja, ich finde das tragisch, wenn die Frau von Sylvester Stallone seinem Arbeitskollege in die Tiefe stürzt. Das nimmt mich immer dermaßen mit. Gut, hier scheint irgendwie kein... Oh nein, du bist eine Schwarz-Weiße. Oh, wärst du nur eine Schwarze, würde ich dich mitnehmen. Aber noch eine Schwarz-Weiße. Davon habe ich ja auch schon zwei. Ja, okay.
Ich möchte gern ein Pinky haben, ein Pinky Dodo. So, hier gibt es keine Schätze, ne? Kann das sein? Da habe ich die schon alle abgegrast. Alle Schätze. Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung. Also die Kiste habe ich, das weiß ich noch. Aber das ist doch hier nicht das einzige Tierchen, oder? Auf dieser Insel? Oder doch? Da ist ein Dodo, aber ein blauer. Ah. Ach, shit. Es war gerade so schönes Licht gewesen. Ich muss noch so viel machen. Ach ja. Aber sieht schon passabel aus, muss ich sagen. Sieht schon ganz passabel aus. So, wenn ich jetzt aber mal wüsste, wo mein Brucey Boy ist. Da ist er. Oh mein Gott. Bruce. Come on, baby. Oh. So ein Sch Stimmt, der hieß auch ein Kugler. Oh nein. Au. Bruce. Jetzt willst du es aber wissen, wa, Mister? Jetzt will er das wissen. Au! Oh, okay, wartet mal. Also irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Moment, ich sterbe hier gleich. Uah. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ey, das ist nicht fair, Leute. Das ist absolut nicht fair. Darauf war ich jetzt überhaupt nicht gefasst, ne? Ach, herrlich. Bruce? Du kleiner, hübscher Kerl, wo bist du? Ist der wieder weg, oder was? Ah. Okay, pass mal auf. Ich gehe jetzt schlafen. Wenn es hell ist, dann sehe ich auch besser. Meine Güte. Ah. Wo schlafe ich denn jetzt überhaupt? Ganz oben, ne? Genau. Gehen wir mal in die Kapitänskajüte. So, komm. Wir gehen jetzt einmal schlafen. Unfassbar. So, wollen wir uns heute mal umziehen? Ziehen wir heute mal das hier an. Dankeschön. Jetzt gucke ich mich mal ganz kurz an. Oh ja, ist okay. Jetzt weiß ich, warum ich Bruce nicht sehe, weil ich ständig immer die Sonnenbrille aufhabe. So. Genau, noch einmal runter. So, Bruce. Bruce, Honey Bunny, kommst du? Also dieser Bruce, der macht mich fertig.
Ich habe immer noch keinen Haken dabei, ne? Fällt mir gerade ein. Warum sammle ich eigentlich immer diese Dingens hier ein? Die brauche ich doch gar nicht. Ach, Bruce. Der will mich veräppeln, der Junge. Da ist er. Huch, ich hänge. Ich bin so aus der Übung. Ist denn der jetzt schon wieder? Bruce, ich habe dich doch gerade gesehen. Der sieht mich nicht, oder? Doch, jetzt hat er mich gesehen. Na komm, Baby, komm, komm, komm. Warum erwischt er mich andauernd? Ich bin raus aus allem. Ich kann es nicht mehr, Leute. Aber ich brauche Brucey Fleisch. Das war zu früh. Das war eindeutig zu früh. Muss auftauchen. Ah! Ah. Hat er mich wieder erwischt, ne? Der kleine Saftsack. Ich sollte auch vielleicht ein bisschen zur Seite gehen dann. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Zustoßen und gleich zur Seite. Ja, Mann. So, genau so meinte ich das. Oh, ich muss auftauchen. Wow. Alles klar, Bruce. War nett mit dir. Wartet. Wartet. Ah. Moment. Nein, nicht das Fleisch. Tauch mal unter. So. Kannst du mal bitte dein Gesicht wieder ohne Wasser machen, bitte? Dankeschön. So. Okay, jetzt kannst du den abdingsen. Ah, jetzt habe ich den Kopf in der Hand. So. Okay. Jetzt muss ich nochmal meinen Haken holen, Leute. Ich Depp hab den vergessen schon wieder. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich den Kopf trage? Ah. Voller Stolz. Okay, okay. So, weil ich brauche unbedingt mehr Brucey-Fleisch, wisst ihr? Nee, wartet. Ah doch, war richtig. Nee, schon gut, schon gut. Nein, war falsch. Ich muss hier lang. Brucey Kopf habe ich doch auch oben in der Küche. So. Da ist Brucey Kopf drin. Ein bisschen Kokosnuss. Du kommst aber hier runter. So, ein bisschen Ananas. Melone habe ich gar nicht, ne? Nee. Ah, ist aber nicht schlimm. Nee, das ist da falsch. Nee, das ist da auch falsch. Hä? Ach, das sind die Blumen, ich Depp. Ja, schon gut.
So, dann einmal da rein. Sonst habe ich keine Samen, oder? Nö. Nö, nö. Brucey-Fleisch habe ich aber hier noch. Ein bisschen Brucey-Fleisch. Guck mal, ich habe nur noch 32 Fleisch von dem. Das ist echt wenig. Das geht ja so gar nicht. So, jetzt muss ich mal ganz schnell mir meinen Haken noch holen. Ich weiß gar nicht, warum ich meinen Haken nicht dabei habe. So, und irgendwo hatte ich doch Silberalge gesehen. Das, wenn ich jetzt bloß wüsste, wo die war. War die hier nicht irgendwo bei den Fischen? Ich sollte auch mal meine Tauchersachen mitnehmen, Leute. Ja, natürlich. Oh Gott. Ja, ich ersaufe jetzt, weil ich unter mein Schiff hänge. Aha. Wartet mal. Fanny ist heute irgendwie lost. Ich hole meine Tauchersachen. Wozu habe ich die Teile denn? Tauchen. Da. Ein paar Flossen. Und ein paar das. So, dann geh noch mal runter. Nimm mal lieber deinen Bogen. Da ist nämlich noch ein... Komm her, hier. Da ist nämlich noch ein Kugler. Kommst du? So. Jetzt kriegt er dicke Augen. Dankeschön. Aber ich muss jetzt erstmal wieder auftauchen. Ah! Oh Gott. Ehrlich, Bruce? Ach, komm schon, Baby. Ah, jetzt hat er mich schon wieder erwischt, ey. Meine Güte, habe ich mich jetzt schon wieder erschrocken. Habe ich den jetzt getroffen? Ich glaube, ich treffe den gar nicht, oder? Ah. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Die haben mich schon wieder getroffen. Ist denn das die Möglichkeit? Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Das war jetzt die Rache. Jetzt habe ich ihn zweimal oder dreimal gekriegt sogar. Ah. Aua. Es hat wehgetan, Bruce. Ach, der macht mich fertig, der Fisch. Ist ja eigentlich kein Fisch, ne? Ja, jetzt habe ich ihn.
Oh Mann. Das war aber wieder knapp, Leute. So. Jetzt hole ich mir erstmal die Kiste. Nein, nein, nein. Ah. Ich hole mir auch mal das hier noch mit. Nicht wahr? So. Ja, ein bisschen Action im Wasser. So viel Glibber brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Wo war noch mal die Silberalge? Wenn ich das mal wüsste. Da war sie, glaube ich. Hier ist sie. Sehr nice. Brauche ich eigentlich auch nicht. So. Achso, ich dachte, da wäre auch was gewesen, aber nein, war es nicht. Ach, es ist wieder dunkel. Wie ich das liebe. Bisschen Glibber. So, nehmen wir das auch noch mit. Silberalge. Fantastisch. Da ist noch ein bisschen Erz. Da ist ein Kugler. Komm her, Baby. So. Einmal wieder auftauchen und dann hole ich mir noch die Kiste natürlich. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Wunderbar. Ton und so. Hm. Ja, wobei. Für Schüsseln und sowas, ne? Oh, ich muss mal was trinken, Leute. So. Ja, ich grase, wie gesagt, die Insel nur noch grob ab, ne?
weil so viel brauche ich eben nicht mehr. Das meiste, was ich brauche, ist eben Holz. Und alles andere ist nur noch... Achso, das geht nicht, ja. Ja, ist ja okay. Ist nicht tief genug. Okay. Was sagen eigentlich meine Taucherrüst... Oh ja, okay. Taucherflasche ist bald hinüber. Okay, dann würde ich mal sagen, ich schwimme mich wieder zum Schiff zurück. Aber ich nehme sicherheitshalber meinen Speer in die Hand. Weil Brucey Boy dürfte ja wieder mittlerweile da sein. Oh. Das nehmen wir auch noch mit. Wenn ich schon was sehe, ne? Der Schatten. So, ich tauche nochmal auf. So, Bruce. Bist du wieder da? Boah, man sieht gar nichts, ne? Das Wasser ist so trüb und dunkel. Das ist auch eine Silberalge. Die nehme ich noch mit. Brucey Boy. So. Gut. Habe ich gerade überlegt, wo meine Küche ist, aber die ist ja hier. Genau hier. So. Okay. So, Bussi. Dann würde ich mal sagen, meine Lieben, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ach, schon wieder die falsche Kiste hier. So. Und ja, vielen Dank auch für eure Kommentare natürlich. Und ich räume jetzt hier weiter ein. Achso, ich habe ja hier noch zwei Köpfe. Wartet mal, zwei Köpfe. Da. Ja, vielen Dank für eure Kommentare natürlich und auch für eure Däumchen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Und ich denke, ich werde dann auch wieder weiterfahren zur nächsten großen Insel oder so und hoffen, dass ich dann endlich mal einen Pinky Dodo finde. Und ich muss mich dann natürlich um meine Tiere kümmern, denke ich. Also, bis dahin, seid ganz, ganz lieb von mir gegrüßt. Hallo. Macht es gut. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bye, bye.